bin Mgrimsch und heute machen wir mal ein Unboxing hier auf meinem Kanal Ingrimsch Live. Für gewöhnlich lade ich Let's Plays hoch, momentan nur zwei, aber heute machen wir mal ein Unboxing. Ich habe von Luchess, die ich bereits seit ungefähr 2 Jahren, glaube ich, abonniert habe, eine weitere Luchess bekommen. Eigentlich hätte ich sie gestern schon bekommen, aber war doof. Ich konnte sie jetzt nicht um 21 Uhr noch bei meinem Nachbarn abholen. Deswegen habe ich sie gerade eben abgeholt und habe sie jetzt hier, die Loot Chest, ne? November 2019, so wird übrigens auch das Video heißen. Ohne viel Geschwafel würde ich sagen, beginnen wir auch einfach mal. Ich habe das noch nicht aufgemacht, diese Box, wie ihr vielleicht sehen könnt. Ich kann die nicht aufmachen, weil hier noch Tesa ist nicht geöffnet. Ich mach sie mal auf und dann gucken wir mal, was da Schönes drin ist. Ich sehe schon das T-Shirt und es gefällt mir. So, aber wir beginnen mit anderen Sachen. Ich nehme erstmal das T-Shirt raus. So. Und was haben wir denn hier als erstes? Ein Flaschenöffner. Wie geil ist das denn? Und zwar von, kann man das sehen? Von Skyrim. Sieht man das gut? Ja, ne? Mit Skyrim-Aufschrift. Wie so ein Leder-Etui ist das? Kann man das da rausholen? Weiß ich gar nicht. Ich mag das immer nicht auspacken. Ich lasse das auch erstmal da drinnen, aber das ist ja total cool. Das ist, ich weiß gar nicht, das ist ein Schlüssel. Also können wir später mal gucken, da ist ja immer so ein Beibuch bei. Was haben wir noch? Das ist ziemlich groß, das mache ich später. Oh, jetzt werde ich reich, denn ich habe... Ich kenne zwar die Serie, aber ich war sogar richtig ohne zu lesen. Das sind Heisenberg Dollar Bills. Jetzt werde ich so richtig reich. Ne? Jetzt habe ich so ein paar Dollar. Das ist ziemlich cool. Jetzt können wir so richtig schön mit Heisenberg Dollars machen. So, was haben wir denn noch? Wir haben ein Kalender für 2020. Featuring, also Super Nintendo Entertainment System, das ist von Super Nintendo ein Kalender, den, wisst ihr was, den packe ich auch gleich mal aus, weil den hänge ich mir dann natürlich an die Wand. Hier sind ein paar Featuring Features drin, was heißt das denn, Features? Und zwar unter anderem von Super Mario Kart, Star Fox, Super Mario World, Super Metroid und The Legend of Zelda, A Link to the Past. Wie ihr vielleicht an der Seite einmal sehen könnt. Das sieht jetzt nicht. Ja. Ein Kalender. Gucken wir mal, was da drin steht. Erstmal. Die erste Seite ist ja schon echt geil. So, eine Pappe ganz hinten drin. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Okay, oben sind dann einfach nur Bilder von den Spielen. Wie zum Beispiel. Ich zeige euch einfach mal ein Beispiel hier, zum Beispiel von Link. Das sieht dann so aus, dieser Kalender. Finde ich, ist eine coole Sache. Kann man auch mal gebrauchen. Muss ich nicht immer einen aus meiner Firma nehmen. So, was haben wir denn noch? Ein Buybook. Nein, was ist das? Marvel Comics. In dieser spektakulären Ausgabe die Fackel. Ist das nicht von den Fantastic Four? Kann das einer vielleicht von euch sagen? Ich meine, die menschliche, die Fackel, ist das nicht eigentlich von den Fantastic Four? Ich bin mir da nicht sicher. Wenn das einer weiß, könnt ihr mich ja mal gerne informieren. Eine Leseprobe ist dabei. Oh, richtig schön in alt, ey. Das ist ja cool. Guck mal. Richtig schön alt. Schön. Ich liebe ja diese Comics. Ich lese zwar nicht viel Comics oder sowas, eigentlich fast nie, aber das, was dann da mal drin ist, mache ich dann doch schon mal ganz gerne auf und lese das. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt sehen kann. Genau da stehen nämlich schon ein paar Comics. Habe ich mir auch ganz gerne mal angesehen. Die waren echt gut. Dann kommen wir mal zu etwas Großem. Und zwar, was ist denn das? Unlimited Ways to Display and Play. Deluxe Pack. Offer with Deluxe. Okay, was? Microland.
Das ist so ein Stecksystem anscheinend. Da kann man sich wohl noch mehr zu kaufen und dann eine kleine Welt daraus basteln. Aber das ist cool, das ist von Zelda Wind Waker. Hier haben wir so ein kleines Stecksystem. Kommt natürlich einfach nur ins Regal gestellt und. Zum Anschauen. A Link Micro Figure included. Comprend LA Figure Link. So. Na denn. Und hier sogar noch der liebe Herr Ganon drauf, wenn ich mich nicht irre. Ja. So sieht das dann ungefähr aus. Ja, ich bin mal gespannt, wie sie das im Regal macht. Da ist auf jeden Fall das Schiff drauf. Vielleicht packe ich es auch raus und stelle es so ins Regal. Ja, mal gucken. Jetzt kommen wir. Ich finde sogar zum absoluten Highlight, ey. Das ist der Lolli. Nein. Was ist denn das für ein Lolli? Vampire Pop. Boom Pop Vampire. Er ist nicht so gern Süßigkeiten, muss ich sagen. Ich bin eher der Chips-Typ oder so. Ab und zu mal Schokolade ist in Ordnung, aber kann davon nicht viel essen. Auch wenn ich nicht so aussehe. So, kommen wir mal zu dem T-Shirt. Und ich finde das richtig cool. Das ist richtig, richtig cool. Das ist nämlich von Stranger Things. Ja, mal. Kann man das sehen? So, ich nehme mal das Mikrofon ein bisschen weg. Kling. Und dann könnt ihr das mal. Das ist total cool. Das feiere ich richtig. Das ist echt geil. Die letzte Staffel, die war schon richtig, richtig gut. Na? Das T-Shirt ist super. Das ist total geil. An dieser Stelle, das war es auch schon aus der Box, muss ich sagen. Ich habe jetzt noch hier das ganz normale iBook, was immer dabei ist. Da steht dann immer sowas drin wie, was hat das eigentlich für einen Marktwert, die einzelnen Teile, ich glaube, mittlerweile ist auch immer so ein Motiv, was auch mal auf T-Shirts drauf war, in der Mitte, was auch nicht schlecht ist. Wir können ja mal gucken, wie viel da ungefähr diesen Monat drin war. Ich muss ja mal sagen, es ist ja die Loot Chest Plus im 12-Monats-Abo, glaube ich, ist das. Das ist das längste. Und ich zahle jeden Monat rund 25 Euro. Und dieser Wert in dieser Loot Chest ist jeden Monat weiter drüber. Allein schon jetzt schon das T-Shirt und dieses Link-Ding, dieses Stecksystem sind schon insgesamt bei 35 Euro rund. Also das ist schon 10 Euro mehr, ne? Und wenn ich mal weiter gucke, hier der Kalender kostet eigentlich 8 Euro, der Geldstapel kostet auch eigentlich 8 Euro, ne? Und ja, gut. Lolli gratis, Comic ist gratis. Und selbst der Flaschenöffner kostet 10 Euro. Und das ist auch das Plus-Item dieses Mal. Die Luchas ist echt super, muss ich sagen. Hier einmal das Team. Danke an das Team. Ihr haut jeden Monat eine super Luchas raus. ich danke euch dafür. Und das war's auch schon mit dem Unboxing. Recht kurz gehalten. Ich weiß gar nicht, bei wie vielen Minuten sind wir jetzt. 8 Minuten. Ist halt so. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Unboxing wieder bei der Loot Chest Dezember 2019. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal schreiben, was ich vielleicht besser machen könnte oder sowas. Noch eine Lernphase. Ich würde mich über Feedback freuen. Bis dahin würde ich sagen, euer Imgrimsch grüßt euch. Bis dann. Ciao.